habe endlich die Lagerung bekommen. Neue Lager, gleich 4 Stück gekauft. Ich muss jetzt, wo sind denn die Sachen überhaupt? Nö, sind sie nicht. Ich muss jetzt diese Lager noch in diese Lagersitze einpressen. Das sind hier die alten Lager. Die muss ich jetzt rausschlagen. Hier die alten Lager. Und dann die neuen Lager einpressen. Genau, wir nehmen also eine Nuss. Könnte ruhig eine Nummer kleiner noch sein. Eine etwas kleinere Nuss noch. Das sieht gut aus. So, dann nehmen wir eine zweite passende Nuss. Da, wo es bündig mit diesem kleinen Gehäuse abschließt, da haue ich es raus. Oh, das geht jetzt ganz einfach. So, zack. Machen wir die ganze Sache ein bisschen sauber. Dann können wir schon das neue Lager einpressen. Das, wie gesagt, ist nur bündig auf einer Seite reingedrückt. Da ist jetzt wirklich nicht viel dran. Am besten so zwischen zwei parallele Backen schieben und dann auf Anschlag einpressen. Gucken, ob es heil geblieben ist. Fühlt sich gut an. Cool. So, nächstes Lager. Huch. Das saß durchaus deutlich, deutlich fester drin. Und da habe ich wieder das Gefühl, dass es eingeklebt wurde. Also das Swordman, das Lager mit Loctite eingeklebt hat. Gucken wir mal, wie das neue Lager passt. Wenn es jetzt reinfällt, dann muss ich jetzt schnell gucken, welches die richtige Seite ist. Die Seite ist richtig. Nö, das sieht gut aus. Also auch das presse ich jetzt einfach so rein. Bisschen gucken, dass man das nicht verkantet. Huch. Man kann auch noch ein bisschen die ganze Sache drehen. Man kann so ganz schönen Schraubstock hat. Zack. Auf der einen Seite bis zum Anschlag reingedrückt, schauen, läuft einwandfrei. Gut, das war's schon. Sehr gut. So, das war jetzt so, dass die, gut, jetzt gut, dass jetzt die bündige Seite nach außen kommt, haben wir gelernt. Andere Seite auch. Da habe ich auch ein bisschen arg geschmaddert, auch gleich schon den Sitz, na toll, für die Wellennabenverbindung vom Motor mit eingeschmaddert. Jetzt, so, wunderbar, das sieht doch gut aus. Sehr schön, so, jetzt können wir es montieren. Wie ihr das machen würdet, also hier das Kabel zur Seite, dieses Kabel zur Seite. So, und jetzt muss das hier rein. Ein bisschen anheben muss ich schon. Also, warte mal, das machen wir anders. Das ist doch noch eine ganz gute Idee. Wenn ich hier unter, dann hebe ich ihn noch an. Wenn ich jetzt hier unter, da unten, Mann! Bin sprachlos. Oh nein! So ein Scheiß. Entschuldigt, ich fluche hier. Oh Mann, Andreas, der Motor ist rund. Oh Mann! Ist rausgerissen, Jungs.
Eieieiei, da habe ich jetzt ja einen Bock geschossen. Oh. Warum habe ich es ja nicht umgedreht? Warum habe ich nicht auf meine Frau gewartet? Jetzt muss ich das Ding hier aufmachen. Der ist ja gedrückt. Also Strom ist zumindest nicht drauf. So was Blödes. Oh, ich bin geschockt. Ja, liebe Leute, das ist wirklich ein ganz böser Fehler von mir gewesen. Also, wenn ihr jetzt an dieser Stelle abgeschaltet habt, wenn ihr jetzt an dieser Stelle abgeschaltet habt, ist das völlig okay. Also, das war ja vielleicht bescheuert. Jetzt schmeiße ich noch ganz runter hier. Für euch ergibt sich jetzt die Möglichkeit, mal zu sehen. Wie das Innere des Wortmann Elektras 2.0 aussieht. Den 1.0, die war völlig locker, die Schraube. Auch schon interessant. Den 1.0 habe ich euch ja schon gezeigt. Und jetzt gucken wir uns mal den 2.0 von innen an. Ja, so kann es kommen. Den 2.0 von innen an. Machen wir noch den Deckel ab. Oh Mann, Andreas. Ta-da-da-da. Okay. Auch hier ist ein ganz bisschen. Ui, ist viel Gras drin. Wo kommt das ganze Gras her? Da sind die Gewichte. Hier, da sind die Ausgleichsgewichte. Wow, das ist gut gemacht. Cool, jetzt haben sie hier einen Steg entfallen lassen, um den Akku weiter rüber zu schieben. Und da sind sie rausgerissen. Da unten drin, da stecken die Kabel drin. Ich glaube, ich mache erstmal diesen Motor hier weg. Den schraube ich einmal kurz ab, um da besser ranzukommen. Den lege ich jetzt ganz vorsichtig weg. So, ganz vorsichtig weglegen. So, sehr gut. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich setze hier einfach solche Ader-Endhülsen drauf und die stecke ich dann einfach rein. Das sieht auch gut aus. Jetzt hoffe ich mal, dass das in der richtigen Reihenfolge mal schwarz-rot-schwarz-rot ist. Da muss man irgendwie den. Ich hoffe, die sind nicht kaputt gegangen. Ja. Gut. Das ist doch ganz gut. Jetzt echt bombig. So, testen wir mal. Testen wir mal. Finger weg, ein Arm nach hinten. Sicherung raus, Stecker drin, anschalten. So, Motor läuft. Dreht er richtig rum, er dreht richtig rum. Freaks, hier, da, Motor läuft. Oh, da, ihr könnt es nicht sehen. Ach. Da, da. Und er dreht richtig. Vorwärts. Oh. Na gut. So, Sicherung ist drin. Ja, nee, ich muss hier. Hier fehlt. Hier, ah, ist doch echt nicht wahr, ey. Hier, dass man hier. Hier fehlt einfach ein Kabelbinder, damit man eben dieses Kabel da nicht so leicht rausreißen kann. Jetzt kannst du rummeckern, Andreas, ne? Jetzt kannst du rummeckern. Quasi so, ne? So, jetzt Zugentlastung. Ich habe den Kabelbinder noch ein ganz bisschen jetzt versetzt, damit der, das ist doch super, damit, wenn ich jetzt hier ziehe, ja, der auf gar keinen Fall
nochmal so schnell die Kabel abreißt. Okay, gut, bauen wir den Motor wieder ein. Sicherungsschalter ist drin. Kein Kabel klemmen. Ja, jetzt habt ihr mal wenigstens das Innere des 2.0 gesehen. Interessant. So, meine Frau hebt jetzt mal die Maschine etwas an. Ups. Naja, das ist ganz normal, ganz normal. Warte, warte, ganz langsam. Kabel. Hier mal ein bisschen an. Ja, 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 Vorsicht. Schon drin. Na gut. Ja, ja, jetzt muss ich. Ach so, ich muss ja da hin, genau. Da muss ich hin. So. Und hier. Jetzt haben wir ja Glück. So, letzter Act. Jetzt wollte ich erst noch mal hier diese Schrauben noch mal nachziehen. Die erschienen mir nämlich ein bisschen lose. Aber sowas von. Oh, der rollt hier. Erst den Motor runtergeschmissen und dann die ganze Maschine. Ja, die ist ein bisschen lose. Warum auch immer. Warum auch immer. Überhaupt keine Vorspannung drauf. So, okay. Gut. Anderen. Da sind richtig große Langlöcher drin, um das Spiel auszugleichen. Okay. Da ist die Öffnung. Okay. Von mir ist auch so. So. Okay. Das soll es gewesen sein. Jetzt kommen noch die Transport. Hinten die Transporträder wieder dran. Hoffen wir mal. Läuft. Ja, ein ganz leichtes. Ah, ist nicht schlecht. Alles nur, um dieses Quietschen des Differentials in der Antriebswalze zu eliminieren. Jetzt stelle ich nochmal auf die neue Schnitthöhe, auf 15 mm Schnitthöhe ein. Ich habe jetzt fast eine Woche nicht gemäht und dann mähen wir eine Runde. Schönen guten Morgen, lieber Radfix. Ich habe euch leider nicht mehr geschafft, den Swordman in Action zu zeigen. Ich hatte mal wieder ein Problem mit dem Ton. So, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Morgen. Traumhaftes Wetter. Den 25. Oktober. Die Fläche ist nass und wir werden sie jetzt mal morgens schön mit dem Swordman mähen. Traumhaft, traumhaft. Kein Gequietsche mehr. Ja, das ist mal cool. Ja, aber ihr seht halt eben das Wasser auf der Fläche. Und tatsächlich ist es sinnvoll, gleich morgens zu mähen, um den Tau nicht nur vom Blatt zu drücken, sondern auch noch in den Boden reinzudrücken. So zumindest die Empfehlung eines Profis. Das machen wir jetzt mal, um zu schauen, wie sich das auswirkt. Das macht die Maschine natürlich total dreckig. Also der ganze Grasschnitt klebt jetzt in der Spindel und an allen Teilen.
Das ist der große Nachteil. Deswegen habe ich es auch nie gemacht, weil ich mir meine Maschinen schonen wollte. Tja, immer alles zwei Seiten. Und kein Gequietsche mehr. So soll er laufen. Ich kann mal kurz zeigen, wie dreckig er ist. Es kommt natürlich nicht viel runter, das ist auch gut so. Naja. Das ist natürlich alles jetzt verklebt hier. Da muss man einmal abspülen. Da hilft ja nun alles nichts. Das muss ich noch mal zeigen. Das ist echt krass. Wir haben immer noch einzelne Dollarspot-Flecken. Da. Guckt euch das an. Ich hoffe, da drauf. Ja, hier. Das ist der Hammer. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Sehr schönes Exemplar. Hier ist noch eine. Hier so schön mit dem Blatt drüber. So, jetzt aber endgültig Schluss. Macht's gut. Ciao.